Hallo ihr Lieben und willkommen zu einem neuen Video von mir. Dankeschön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Das heutige Video ist ein Video über meine Skizzenbücher bzw. über ein Skizzenbuch von mir. Das ist so eine kleine Tour, wo ich ein bisschen was erzähle dazu. Und ja, es wurde halt immer wieder gefragt, ob ich sowas nicht mal machen könnte. Und da ich das bei anderen auch relativ interessant finde, was sie da so reinmalen und was man dann so zu sehen bekommt, habe ich gedacht, ich mache das auch mal und lasst uns jetzt einfach mal gemeinsam durchs Skizzenbuch blättern. Hier seht ihr jetzt also eines meiner ersten Skizzenbücher. Das ist von Fabriano. Wie ihr seht, ich halte es nochmal näher. Und zwar hat das hier auf der ersten Seite so einen schönen, oder im Umschlag so einen schönen Ausschnitt, den ich natürlich auch unbedingt bemalen wollte, damit man das schön sieht, dass es sich um ein Skizzenbuch handelt. Und dann lasst uns mal starten. Ich habe hier auch tatsächlich lange nicht mehr so reingeschaut. Wegen. Okay, ich weiß nicht, warum ich auf der Seite nichts gemalt habe. Ich wollte wahrscheinlich nur auf der Seite malen anfangs. Hier habe ich einfach so verschiedene Techniken ausprobiert mit verschiedenen Schichten, so Übergänge und einfach so ein monochromes Bild malen. Wie ihr seht, habe ich im Januar letzten Jahres damit angefangen. Anscheinend, ich wollte wirklich nur auf der Seite malen. Ja, es ist, glaube ich, mein erstes Blumenbild. Es sieht wunder toll aus. Ihr werdet aber im Laufe dieses Buches noch mehr Blumen zu sehen bekommen. Ich habe ja mal kurz vorher durchgeblättert und ich habe noch einige Blumen gesehen. Wie gesagt, so habe ich da angefangen. Man könnte Blumen so erahnen, sag ich mal. So, jetzt habe ich mal beide Seiten verwendet. Hier habe ich so ein paar Blumen ausprobiert. Und hier ein paar, ja, Hundekörperteile, also Augen, Ohren. Das ist mit so meine liebste Seite, würde ich sagen. Wieder so ein monochromes Bild, aber mit gelber Sonne drauf und so Felder und so eine Winterlandschaft von unten, wie fotografiert von unten, und nach oben hin sieht man halt die Bäumchen. Dann ein, also wie gesagt, das ist, glaube ich, eine sehr schöne Skizzenbuchseite. Ich habe mich, wie ihr seht, wieder mit Blumen beschäftigt. Letztes Jahr habe ich mich allgemein, also ich fand das super, Blumen zu malen. Hier für 50.000 Follower von, also bei Insta, da habe ich das gemalt, und das hier habe ich einfach vorher mit Klebeband oder Washi-Tape abgeklebt und da und zu dann die Blumen gemalt. Hier so Galaxien gemalt. Und wie gesagt, diese Ränder habe ich halt auch einfach mit Washi-Tape abgeklebt. Das erzähle ich in meinem Aquarell-Tipp-Video. Das lasse ich euch da oben rechts mal einblenden. Noch mehr Blumen. Mittlerweile finde ich, kann man auch tatsächlich besser erkennen, dass es Blumen sein sollen. Weil ich gehe noch mal zurück. Gucken. Also, das war mein wirklich erster Versuch mit den Blumen. Und mittlerweile im April, und ich habe, wie gesagt, nur in diesem Skizzenbuch Blumen gemalt, nach ein paar Versuchen sahen die da ja schon deutlich besser aus, finde ich. Auch die Farbwahl war deutlich schöner. Dann nochmal ein Kornfeld, nochmal eine einzelne Blume. Das würde ich mittlerweile ein bisschen anders malen, vor allen Dingen, ich habe es in die Mitte gemalt. Ich würde es jetzt wahrscheinlich weiter hierhin an den Rand setzen, damit das Motiv an sich einfach ein bisschen interessanter wirkt. Mal anderes farbige Blumen. Ich habe mich hier ein bisschen mit anderen Farben mal beschäftigt, um so herauszufinden, was ist so meins, was gefällt mir gut, was gefällt mir weniger gut.
nochmal so Himmel. Und ich finde, da kann man halt echt gut große Farbverläufe üben. Und deswegen ist es halt auch sehr viel hier drin. Nochmal Blumen und Federn mit verschiedenen Farben, Formen. Nochmal Landschaftsbilder. Hier habe ich mal die Farben dann immer so, ja, so Mischversuche gemacht, welche Farben gut zusammen aussehen. Und nochmal ein anderes Blumenbild, wo ich die Umrisse mit einem Feinliner umrandet habe. Einfach um, wie gesagt, es sind Skizzenbücher, da kann man ausprobieren. Das habe ich mir geschworen. Ich mache da einfach, was ich möchte. Ich mache da einfach, was mir gerade einfällt, weil ich finde, wenn man es nicht ausprobiert hat, kann man auch nicht wissen, ob es einem gefällt oder nicht. Mir persönlich, also ich weiß tatsächlich echt nicht, was ich davon halten soll. Einerseits finde ich es halt was anderes, aber andererseits gefällt es mir auch irgendwie nicht so. Noch mehr Mischblätter oder Mischversuche. Und hier ein buntes Durcheinander von Blumen und Farben. Hier auch wieder. Hier habe ich es mal mit so Layern versucht. Und in so Skizzenbüchern müsst ihr wissen, wenn ich meine bunten Aquarelle mache, dann arbeite ich auch mit den Skizzenbüchern und gucke, wie die Farben gut verlaufen und welche Farben ich nehme. Und dann entstehen immer solche komischen Seiten. Also nicht wundern, das hat auch nichts zu bedeuten oder so. Das ist teilweise einfach nur, wie die Farben zusammen miteinander aussehen, wie sie sich verhalten, wenn sie sich mischen und so weiter. Wieder Blumen. Das finde ich schon sehr filigran im Gegensatz zum ersten. Nochmal Blumen mit den Farben. Da habe ich immer angefangen, die Farben daneben zu malen, was teilweise gar nicht so blöd ist, weil so kann man das gut nachvollziehen, finde ich. Dazu gab es mal ein oder gibt es ein Tutorial hier bei YouTube. Das lasse ich euch auch oben rechts mal einblenden. Und zwar ist das das Hundeauge. Nochmal Blumen. Ihr seht, ich war wirklich auf dem Blumentrip. Mich hat das einfach interessiert. Ich fand das schön, so ein bisschen freier zu malen. Und das hat mir halt sehr dabei geholfen, einfach mal drauf loszumalen, ohne wirklich eine Vorlage zu haben. Ja, dafür fand ich das ganz interessant. Hier noch meine Hundenase mit Aquarell. Dazu habe ich auch ein Video hier. Und auch das lasse ich euch oben rechts mal einblenden. Ja, auch hier habe ich mal eine andere Blume ausprobiert. Da weiß nicht, ist nicht so ganz meins. Irgendwie sieht das hier aus wie Kirschen. Aber ich glaube, es soll was anderes sein. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Nochmal Rosen. Und ich habe, wie gesagt, viele Rosen gemalt, weil ich das einfach, ja, schön fand, finde. Und ich habe halt mit herumexperimentiert, wie viele Blumen. Und wie man in welcher Größe die zusammenstellt und wie viele Blätter und macht man hier noch so einen kleinen Hintergrund oder so. Da habe ich mal so ein bisschen ausprobiert. Und dann habe ich noch Magnolien im Juli letzten Jahres. Die fand ich tatsächlich und finde ich tatsächlich relativ gut, auch mit den Verläufen hier. Und hier habe ich so ein bisschen wie so eine Drybrush-Technik benutzt, sodass die. Oder die Struktur des Papiers halt nicht eingefärbt wird, sozusagen. Das finde ich auch ganz cool. Und das sind halt so Effekte, die kann man sich einfach zu Nutzen machen. Noch mehr Blumen. Hier habe ich einmal eine Blume von der Seite versucht. Es ist nicht so meins. Und hier auch mal ein bisschen Hintergrund. Und allgemein sieht man halt auch, dass die Farben einfach immer zarter werden. Und ein bisschen gedämpfter und nicht mehr ganz so mega knallig wie am Anfang. Und hier auch nochmal andere Farbzusammenstellung. Und ich weiß nicht, was ich hier unbedingt ausprobiert habe. War wahrscheinlich einfach nur so ein Gedudel irgendwie nebenher. Und hier habe ich einfach ganz viele Blätter und ganz viele Blumen übereinander gemalt. Aber die hier finde ich tatsächlich relativ gut gelungen. Und
Ich habe halt echt Schwierigkeiten, Blumen so zu malen. Und ich habe es immer wieder versucht und ich versuche es auch immer wieder. Aber mal gelingt es mir, mal gelingt es mir nicht. Und dieses Bild oder diese Blumen waren übrigens der Auslöser für das Wolfsbild mit den Blumen. Das ist ja auch so ähnlich angeordnet unten in dem Bereich. Und das Wolfsbild findet ihr zum Beispiel auf meiner Homepage. Davon gibt es übrigens auch noch einige Feinartprints. Wenn ihr möchtet, könnt ihr da gerne auf meiner Homepage vorbeischauen und euch das auch allgemein mal anschauen wollt. Die Homepage verlinke ich unten in der Videobeschreibung. Also schaut da gerne rein. Wie gesagt, durch diese Blumenmalerei bin ich da irgendwie drauf gekommen, dass ich das mal machen möchte. Und das ist ja auch das Schöne an Skizzenbüchern, dass man einfach auch mal drauf losmalen kann und so auf andere Ideen kommen kann, wo man vielleicht vorher gar nicht drauf gekommen wäre, wenn man es nicht einfach mal ausprobiert hätte. Hier seht ihr das, hier habe ich noch mal die Blumen so von der Seite ausprobiert. Wie man sieht, hat man mehr, mal weniger gut funktioniert. Und hier habe ich, glaube ich, Blätter ausprobiert, die mit ein bis zwei Pinselstrichen immer sehr gut hinzubekommen. Und ich finde, es ist tatsächlich für mich persönlich gar nicht so mega einfach, Blätter zu malen. Hier nochmal andere Blattformen ausprobiert. Hier nochmal meine Blume, die ich ja nicht so gut kann. Und mit Verlauf in die Blumen rein. Und tatsächlich habe ich im August letzten Jahres dieses Skizzenbuch auch schon beendet. Und ich zeige euch jetzt im Vergleich zu diesem Bild mal das erste Blumenbild nochmal, was ich gemalt habe. Also das war mein erstes Blumenbild. Stand Januar 2020. Wie gesagt, ich habe nur hier drin bis dato dann Blumen geübt und auf den einen Wolfsbild und bei Vita und bei Loki habe ich ja auch noch diesen Stil gemalt mit den Blumen bzw. Rosen und Blumen umzu. Also Januar und das ist im August. Und das zeigt einen einfach dranbleiben, einfach weiter üben. Wie gesagt, und ich finde das Tolle an Skizzenbüchern einfach, dass man sich auch davon frei machen kann, dass es mega perfekt sein muss, sondern dass man auch einfach mal sich traut, Sachen auszuprobieren, weil es auch einfach nicht schlimm ist, wenn mal was daneben geht. Und manche Sachen führen halt auch dazu, dass andere schöne Sachen entstehen, wo man vielleicht, wie gesagt, wie beim Wolf nicht drauf gekommen wäre sonst. Deswegen bleibt kreativ, probiert Neues aus, scheut euch nicht davor, Neues auszuprobieren. Wir sehen uns im nächsten Video wieder, nämlich in eins von diesen hier vielleicht. Bleibt kreativ und bis dann. Tschüssi!